gehen wieder in den Bundestag. Da geht jetzt nämlich die Sitzung weiter. 2016 wurde ja das Bundesteilhabegesetz auf den Weg gebracht. Und weil es damals viele Befürchtungen gab, etwa ob die Lebensqualität der Menschen sinkt, ob die Bundesländer auch diese Leistungsausweitungen finanziell stemmen können und wie, wurde damals beschlossen, dass genau untersucht wird und eben auch dann diskutiert wird, wie dieses Gesetz umgesetzt wird und welche Folgen es hat. Und in dieser Debatte sind wir jetzt. Kerstin Griese von der SPD, die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesarbeitsministerium, spricht jetzt als erstes in der Debatte. Ist es uns gelungen, die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln? Die Eingliederungsleistungen wie zum Beispiel Integrationshelfer in Schulen, Assistenzen oder das Budget für Arbeit oder für Ausbildung werden nun konsequent am individuellen Bedarf der Berechtigten ausgerichtet. Die Bedürftigkeit als Zugangsvoraussetzung entfällt. Und gerade diese Reformstufe des BTHG war besonders umstritten und es gab viele Bedenken und Sorgen von allen Seiten. Deshalb wurden Unterstützungs- und Untersuchungsaufträge in das Gesetz aufgenommen und gestaffelte Berichtspflichten festgelegt, die weit über das übliche Maß hinausgehen. Und den zweiten dieser Umsetzungsberichte zum BTHG hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Ende 2019 vorgelegt. Er befasst sich mit vier laufenden Begleitprojekten, zum einen mit der Umsetzungsbegleitung. Damit greifen wir allen Beteiligten bei den komplexen Neuerungen der Eingliederungshilfe unter die Arme, den Trägern, den Leistungserbringern und natürlich auch den betroffenen Menschen mit Behinderung und ihren Betreuerinnen und Betreuern. Zum Zweiten, der Bericht befasst sich mit der Finanzuntersuchung. Hier untersuchen wir wissenschaftlich die Auswirkungen des BTHG auf die Einnahmen und Ausgaben in der Eingliederungshilfe. Und drittens, ein weiteres Modellprojekt ist die modellhafte Erprobung wesentlicher Änderungen in bundesweit 29 Trägern. Und viertens schließlich befasst sich der Bericht mit der Wirkungsprognose. Hier erforschen wir, wie sich die Neuregelungen individuell auf die Berechtigten auswirken. Denn entscheidend ist es doch, ob es uns mit dem BTHG gelungen ist, denn das ist unser Ziel, die Teilhabe und Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Meine Damen und Herren, nebenher laufen zahlreiche weitere Beteiligungsprozesse, mit denen die Bundesregierung die Einführung der reformierten Eingliederungshilfe begleitet. Und dadurch war es uns möglich, Bedarfe für wichtige Klarstellungen und Korrekturen zu identifizieren, die bereits in zwei abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren eingeflossen sind. Und dennoch, die mit dem BTHG einhergehende Umstellung war eine große Anstrengung für die Verwaltung, für die Leistungserbringer und nicht zuletzt für die Betroffenen selbst. Deshalb möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, allen Beteiligten meinen Respekt und Dank auszudrücken, dass diese herausfordernde Umstellung zum 1. Januar vergleichsweise reibungslos verlaufen ist, wenn auch noch viel zu tun ist. Eines darf dabei nicht aus dem Blick geraten. Es stimmt, die Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe im bisherigen stationären Bereich ist mühsam. Sie ist aber Voraussetzung für die zentralen Verbesserungen, die wir mit dem BTHG erreichen. Mehr Selbstbestimmung für Menschen, die in den bisherigen stationären Einrichtungen leben, und eine verbesserte Einkommens- und Vermögensanrechnung für alle Berechtigten. Beides ist eben nur zu haben, wenn wir zwischen den Fachleistungen der Eingliederungshilfe und den existenzsichernden Leistungen der Grundsicherung differenzieren. Also ja, nochmal, das macht Mühe, das kostet Nerven, das bereitet nicht immer Freude und es klappt auch noch nicht überall. Aber der bestehende Begleitprozess trägt zum Gelingen dieser großen und wichtigen sozialpolitischen Reform bei. Und bei aller Kritik, die Ziele, die damit erreicht werden, die sind es wirklich wert. Das spüren viele Menschen mit Behinderung in diesem Jahr deutlich durch die neue Einkommens- und Vermögensanrechnung. Ganz konkret zum Beispiel durch die Abschaffung der Einkommensanrechnung von Ehegattinnen und Ehegatten. Das hat viele gefreut und das war ein wichtiger Schritt. Das zeigt, wir sind ein gutes Stück weiter auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft und werden weiter intensiv daran arbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie wird das BTHG, das Bundesteilhabegesetz, umgesetzt und wie wirken diese Maßnahmen? Darüber diskutiert der Bundestag. Es gibt zwei Berichte von der Bundesregierung, die genau den gleichen Namen haben. Allerdings ist der eine vom Januar 2019, der andere vom Januar 2020. Und der erste Redner jetzt von der Opposition ist Uwe Witt von der AfD, Sprecher für Arbeit und Soziales. Die Regierung legt heute einen Bericht zum Stand und zu den Ergebnissen der Maßnahme nach Artikel 25 Absatz 2
bis 4 des Bundesteilhabegesetzes vor. Ein Bericht von zwei Bundestag-Drucksachen mit insgesamt über 500 Seiten. 500 Seiten, die den Steuerzahler 48 Millionen Euro kosten und das Ergebnis von Seilschaften und Vorteilsnahmen zugunsten SPD-naher Institute veranschaulichen. Minister Heil, das Bundesteilhabegesetz soll die Lebenssituation von Millionen Mitbürgern mit einer anerkannten Schwerbehinderung verbessern und Teilhabe im sozialen und beruflichen Kontext ermöglichen. Doch statt diesen Menschen eine Verbesserung ihrer Lebenssituation zu ermöglichen, haben Sie das Gesetzespaket Ihrer ehemaligen SPD-Vorsitzenden und damaligen Arbeitsministerin Andrea Nahles eins zu eins übernommen und einen Bürokratiemoloch geschaffen, der leider nicht zugunsten der Betroffenen agiert. Dieser Moloch scheint jedoch ein anderes Ziel zu verfolgen: Umgehung des Parlaments und Übertragung von Entscheidungsbefugnissen zugunsten des SPD-Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Im Artikel 25 übertragen Sie die Zuständigkeit für die Organisation und Implementierung des Bundesteilhabegesetzes allein und ausschließlich dem Bundesministerium für Arbeit. Bereits bei anderen Gesetzen, wie zum Beispiel bei der Qualitätssicherung und Zulassung von Maßnahmeträgern, § 184 SGB III, sind dem Bundestag gewisse Kompetenzen entzogen worden, indem das Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die Zulassung von Trägern und Maßnahmen eigenverantwortlich ist und ohne Zustimmung des Bundestages agieren darf. Somit sind der parlamentarische Zugriff und die Kontrolle der Volksvertreter nicht mehr gegeben, um Fehlanreizen und Missbrauch entgegenzuwirken. Dieses Konstrukt der Eigenverantwortlichkeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes knüpft an diese Umgehung des Parlaments an. Kein verantwortungsvoll denkender Mensch würde sonst in 31 Projekten einen Beirat mit Vertretern aus Ländern, dem Städtetag, dem Landkreistag, Sozialhilfeträgern, freien Wohlfahrtsträgern und vieler anderer ins Leben rufen, um die Novellierung des Bundesteilhabegesetzes zu begleiten und auf den Weg zu bringen. Von den 31 Pilotprojekten haben sich zwischenzeitlich bereits zwei Landkreise aufgrund von Personalmangel verabschiedet. Das spricht Bände. Dieser Moloch verschlingt auch Unmengen an Steuergeldern, und zwar 48 Millionen Euro, indem er Evaluierungsaufträge an Träger und Institute vergibt. Institute wie INFAS, das Institut für angewandte Sozialwissenschaften, 1959 gegründet mit SPD-Geldern, oder die ISG, das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, gegründet von Otto Blume, einem Genossen der Willy-Brandt-Ära. Millionen Menschen, die sich vom neuen Bundesteilhabegesetz eine reale Verbesserung im Alltag erhofft haben, werden enttäuscht, wohingehend SPD-nahe Organisationen daraus Profit schlagen. Diese Vorgehensweise reiht sich in ihre Vorgehensweise zugunsten der DDVG ein. Wir erinnern uns: Ausgliederung der Zeitungszusteller aus dem Mindestlohn, Befreiung der Zeitungszusteller von der Rentenpflicht. Auch von der Zwangseinführung der Bonpflicht profitiert die DDVG als Teilhaberin vom Kassenbon-Startup Locafax. Liebe Bürgerinnen und Bürger, falls es Sie interessiert, was das Fazit der beauftragten Institute zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist, es lässt sich mit einigen wenigen Worten erklären: Es gibt kein Ergebnis. Vielen Dank. Uwe Wittier mit seiner Kritik, der übrigens auch der zuständige Minister Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, gefolgt ist und doch das eine oder andere Mal hier den Kopf geschüttelt hat. Mal sehen, ob er dem nächsten Redner mehr zustimmt. Wilfried Oellers, der Behindertenbeauftragte der CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf den Zuschauertribünen. Wir behandeln heute den Bericht, den ersten Bericht zum Bundesteilhabegesetz nach Artikel 25 des Bundesteilhabegesetzes. Und wir haben seinerzeit sehr bewusst im Gesetz aufgenommen, dass wir das Gesetz regelmäßig evaluieren wollen. Sehr geehrter David, das ist kein Verschwenden von Steuergeldern, da will ich ganz deutlich widersprechen.
Das ist die Aufgabe des Gesetzgebers, ein Gesetzesprozess, den wir in der letzten Legislaturperiode über mehrere Jahre geführt haben. Das war also kein Gesetz, was wir in einem Jahr beschlossen haben, was einen umfangreichen Teilhabeprozess vorgeschaltet war, in dem alle Verbände berücksichtigt worden ist, wo wir nachher nicht das Gesetz, den Gesetzentwurf 1:1 der Ministerin übernommen haben, sondern wo wir aus dem Parlament heraus etwa 100 Änderungsanträge noch aus dem Parlament hineingearbeitet haben. Sie können das natürlich nicht wissen, weil Sie letzte Periode noch nicht dabei waren. Aber man hätte sich das vielleicht mal anlesen können an der Stelle. Nur dann davon zu sprechen, dass das jetzt hier Verschwendung von Steuergeldern ist, muss ich ganz deutlich sagen, dem widerspreche ich. Und warum? Dem widerspreche ich deswegen, weil das ein so komplexes Gesetzgebungsverfahren war. Und wir merken ja jetzt auch in der Umsetzung, dass das ja alles nicht reibungslos verläuft. Ich will das ja, Dinge, die nicht gut laufen, wo wir noch besser werden müssen, das will ich ja alles nicht beschönigen. Aber genau diese Evaluation soll uns ja gerade vor Augen führen, wo wir noch ansetzen müssen. Herr Beek, ich weiß, wo Sie gleich noch drauf hinaus wollen. Ich sehe Sie schon schmunzeln. Aber es ist ja trotzdem wichtig, dass wir uns als Gesetzgeber der Sache nicht verschließen. Und wir haben damals gesagt, das war ganz deutlich, dass wir damals gesagt haben, das ist ein erster großer Schritt, den wir gehen, und es müssen weitere folgen. Und diese weiteren Schritte sind auch gefolgt, da gehe ich gleich noch drauf ein. Diese Komplexität des Gesetzes und der ganzen Struktur, die wir haben, gerade mit den föderalen Strukturen, mit der Einbindung der Länder und der Kommunen, bei uns auch mit den Landschaftsverbänden, gebietet es, da regelmäßig drauf zu schauen. Und es ist, finde ich, gut zu sehen an dem Bericht, für den ich mich auch bei dem BMAS sehr herzlich bedanke, Herr Minister und Frau Staatssekretärin, dass wir den jetzt vorliegen haben. Ja, es ist ein erster Zwischenbericht. Ja, es sind Dinge, da müssen wir natürlich schauen, wie sich die jeweiligen Themen auch weiterentwickeln. Aber zum Beispiel zu wissen, dass es bei dem großen Thema Wunsch- und Wahlrecht, was ja auch ein großes Thema damals in dem ganzen Gesetzgebungsverfahren war, zu sehen, dass diese Wünsche auch wirklich nahezu vollständig gewährt werden, laut dem Bericht. Und dass wir auch bei der Frage von existenzsicheren Leistungen bei den Kosten der Unterkunft, was die 125-Prozent-Grenze betrifft, dass wir die eigentlich damit mit etwa 25% sehr überschaubar überschreiten. Oder dass wir auch bei dem Stichwort der Neuregelung der Einkommens- und Vermögensanrechnung gerade auch wirklich finanzielle Verbesserungen und für die Menschen mit einer Beeinträchtigung erhalten haben. Das sind doch Erfolge, die diesen Bericht zunächst einmal belegen. Und das sollte man an dieser Stelle, meine ich mal, positiv herausheben. Natürlich, es gibt bei dem Stichwort der jetzt eingeführten Trennung von Fachleistung und Eingliederungshilfe, und ich weiß, dass der Herr Beek und Frau Rüffer, dass Sie da auch gleich noch darauf eingehen werden, natürlich noch Umsetzungsprozesse und Schwierigkeiten gibt, die wir haben. Das müssen wir uns ganz genau anschauen. Ein großes Problem, bei dem ich denke, da müssen wir wirklich auch zeitnah schauen, dass wir uns das Thema noch mal anschauen, ist, dass mit den Vertretern im Betreuungswesen, weil die natürlich gerade vor ganz besonderen Herausforderungen gestellt werden. Und es darf letztlich nicht sein, dass uns diese wegbrechen. Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass wir natürlich alle weiteren Dinge vielleicht auch mal berücksichtigen, die wir in dieser Legislaturperiode schon mal an Weiterentwicklungsgesetzen auf den Weg gebracht haben. Ich nehme hier mal als Beispiel die besondere Situation der Jugendlichen in den Wohngruppen, wo wir auch ein fließendes System, nicht die starre 18-Jahres-Grenze vorgenommen haben, sondern dass wir das eben fließend gestalten können. Ich nehme als weiteres Beispiel nur als Ankündigung, dass wir uns die Definition der leistungsberechtigten Personenkreise in § 99 noch mal anschauen wollen, aber auch den Punkt, dass wir über das Budget für Arbeit hinaus das Budget für Ausbildung auch eingeführt haben. Das sind doch Dinge, von denen ich sagen muss, man sieht daran, dass wir da als Gesetzgeber und als Regierungskoalition dran sind an dem Thema und auch weiterhin am Ball bleiben. Ziel
muss es im Ergebnis sein, dass das Bundesteilhabegesetz weiter mehr Teilhabe und Selbstbestimmung für die Menschen mit einer Behinderung ermöglicht. Und diesen Prozess werden wir Schritt für Schritt weitergehen. Es gibt sicherlich noch viele Themen, die wir anpacken müssen, viele Themen, die wir genau noch beobachten müssen. Aber hier davon zu sprechen, dass das jetzt verschwendetes Steuerpotenzial und Steuergeld ist, das weise ich ausdrücklich zurück. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Herr Witt, das sollten Sie deutlich zurücknehmen an dieser Stelle, weil es zeigt, dass Sie da von der Thematik und so wie das Gesetz angelegt ist, im Ergebnis keine Ahnung haben. Herzlichen Dank. Widerspruch hier aus der Unionsfraktion. Nächster Redner ist jetzt Jens Beek von der FDP. Er ist in seiner Fraktion teilhabepolitischer Sprecher. Hochverehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Griese, Herr Minister. Ja, wir haben vorliegen 500 Seiten des vorliegenden Berichts, Teilhabebericht, Teilhabeverfahrensbericht zum Stand Januar 2020 auch. Insgesamt sind wir uns aber, Herr Kollege Oellers, vermutlich einig, dass der Großteil der Aussagen weder repräsentativ ist, noch uns hinführt zu den eigentlichen Schnittstellen, die wir im Bundesteilhabegesetz derzeit haben. Das kann man vielleicht auch nach der kurzen Umsetzungszeit nicht erwarten, aber tatsächlich führt es uns nicht weiter. Und Frau Staatssekretärin Griese, ein relativ reibungsloser Start in der Umstellung zum 01.01.2020, das erklären Sie mal beispielsweise den Menschen in Baden-Württemberg, die nach der Sozialhilfe noch einen Barbetrag hatten, und die heute alle über keinerlei oder viele nicht mehr über frei verfügbares Bargeld verfügen, weil diese Umstellung eben nicht funktioniert. Das kann man nicht schönreden. Das kann man. Natürlich ist das die Landesregierung, weil wir reden doch hier darüber, Herr Kollege Rosemann. Das ist jetzt ein Trick. Sie wollen meine Redezeit wegnehmen. Machen Sie doch eine Zwischenfrage, dann antworte ich Ihnen gerne. Wir reden doch über die Frage, was schreiben wir hier eigentlich in Gesetze? Und was kommt bei den Menschen an? Und da ist das, was an Berichten vorliegt, leider die Aussage bestätigend, dass die Lebenswirklichkeit sich nicht verbessert, trotz der hehren Ziele, die wir alle teilen im Bundesteilhabegesetz, sondern sich sogar verschlechtert. Wir adressieren nach wie vor nicht, dass wir eine extrem komplexe Rechtslage haben, wo Leistungserbringer gar nicht wissen, wie sie die neuen Verträge aufstellen sollen, wo aber Betroffene gar nicht wissen, wie sie solche Verträge eigentlich verstehen und dann guten Gewissens unterzeichnen soll. Wir haben neue Meldepflichten beim Sozialamt. Wie oft bin ich eigentlich in der Einrichtung und wann bin ich da eigentlich nicht? Gab es früher nicht. Die Taschengeldproblematik habe ich angesprochen. All das wird nicht angefasst von dieser Bundesregierung. Und das ist ein großer Fehler, weil es darum geht, den Menschen zu helfen und nicht tolle Gesetze zu schreiben. Und deswegen ist es auch notwendig, lange vor weiteren 500 Seiten starken Berichten die wesentlichen Dinge anzufassen, die Selbstständigkeit der Menschen zu stärken und sich nicht auf das zu verlassen, was man in Gesetze geschrieben hat. Wenn auf der einen Seite im Personenbeförderungsgesetz seit 2012 unter Schwarz-Gelb kodifiziert ist Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr und die Deutsche Bahn heute für die Lieferung in 3-4 Jahren Züge bestellt, die eben nicht barrierefrei sind, weil sie 15 Grad schwere Rampen haben, die ich mit dem Rollstuhl nicht umfassen kann, dann ist das unzufriedenstellend. Wenn bis heute die dringend notwendigen Assistenzleistungen, beispielsweise durch Assistenztiere, Assistenzhunde, überhaupt nicht abgebildet sind, gibt es ein schönes Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 14.02.2020 zu. Dann ist das nicht zufriedenstellend. Wenn Taschengeld, das man früher hatte, man heute nicht mehr bekommt, ist das nicht zufriedenstellend. Und wenn die Assistenzleistungen nicht wirklich gewährt werden, obwohl sie im Gesetz kodifiziert werden, ist auch das im Grunde ein Armutszeugnis für das, was Bund und Länder gemeinsam leisten. Aber dem sollten wir uns hier offen die Missstände ansprechend gemeinsam annehmen und für Verbesserungen für die Menschen sorgen, statt immer neues Papier zu produzieren. Vielen Dank. Jens Beek war das von der FDP-Fraktion. Auf ihn folgt nun Sabine Zimmermann, die Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik der Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Griese, ich hätte schon erwartet, dass Sie in Ihrem Bericht auch mal die Probleme ansprechen, die bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes da sind und die man einfach auch nicht schönreden muss und kann. Deswegen möchte ich den Fokus auf eine aktuelle Debatte legen, welches auch von großer Bedeutung ist, nämlich der leistungsberechtigte Personenkreis, was ja jetzt auch in Ihrem Hause eine wesentliche Rolle
spielt. Schon 2016 stießen die Vorschläge der Bundesregierung zur Neufassung der Regelung zum leistungsberechtigten Personenkreis auf eine ganz heftige Kritik. Die Folge war, sie mussten diese zurücknehmen. Damals wollten sie im Referentenentwurf des Bundesteilhabegesetzes vorschreiben, dass Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen möchten, beispielsweise in mindestens 5 von 9 Lebensbereichen ohne personelle oder technische Unterstützung nicht teilhaben können, um einen Leistungsanspruch zu haben. Dies ging dann an den realen Lebensbedingungen der Menschen vorbei und hätte einen wesentlichen Teil der bisherigen Leistungsberechtigten ausgeschlossen. Und das wäre ein echter Skandal gewesen, meine Damen und Herren. Alle Expertinnen und Experten hatten das 2016 auch so gesehen. Die Bundesregierung benötigte dafür aber wieder mal deutlich länger Zeit und sogar noch eine Studie. Diese kam dann zum Ergebnis, was wir alle wissen, der Personenkreis wird eingeschränkt. Zum Glück sind wir nun einen Schritt weiter. In der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales einberufene Arbeitsgruppe mit dem Namen Leistungsberechtigter Personenkreis wurde dieses sehr kritikwürdige Modell schnell verworfen und ein neues entwickelt. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Wir begrüßen sehr, dass in dieser Arbeitsgruppe alle betroffenen Akteure, auch die Organisationen und Verbände der Menschen mit Behinderung, beteiligt wurden. Das ist richtig so. Und auch in der Rückkopplung mit Vertreterinnen und Vertretern dieser Organisationen und Verbände begrüßen wir die geplanten neuen Regelungen zur Ausgestaltung des leistungsberechtigten Personenkreises. Aber wir bedauern, dass ein bereits in der Arbeitsgruppe getroffener Kompromiss bezüglich der zugehörigen Verordnung am Ende doch wieder teils strittig gestellt wurde. Also ein Schritt vor und 2 wieder zurück, das ist sozusagen auch nicht hinnehmbar. Das Minimum muss doch sein, dass keine bisherigen leistungsberechtigten Personen den Anspruch verlieren. Wir fordern die Bundesregierung auf, den Gesetzentwurf noch in diesem Jahr zügig einzubringen und auch abzuschließen. Grundsätzlich sind aber aus unserer Sicht immer noch eine deutliche Ausweitung des leistungsberechtigten Personenkreises und der Teilhabe notwendig. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Zu einer inklusiven Gesellschaft gehören umfassende Teilhabe und in allen Lebensbereichen. Das ist unsere Forderung. Das muss die Überschrift von diesem Gesetz sein. Dankeschön. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Corinna Rüffer das Wort. Jetzt sage ich auch mal hochverehrte Frau Präsidentin und liebe Demokratinnen und Demokraten hier im Raum. Dieses Parlament ist dafür da, unter anderem die UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Land voranzutreiben, umzusetzen. Und das Teilhabegesetz, über das wir heute reden, das sollte ein Beitrag dazu sein, zur Umsetzung. Aber ich sage Ihnen, es wird Sie nicht verwundern, es war eben nicht genug. Ich bekomme ständig Mails von Werkstattmitarbeiterinnen und Werkstattmitarbeitern, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten wollen und die dabei nicht unterstützt werden. Noch immer berichten Menschen davon, wie sie um jedes bisschen, Frau Tag, und das wissen Sie auch, um jedes bisschen Unterstützung kämpfen müssen. Und die Klagen und Beschwerden über die Bürokratie in diesem Bereich, ja, die nehmen schier kein Ende. Und jeder, der in dem Bereich tätig ist, weiß das auch. Und jeder weiß auch, dass das Bundesteilhabegesetz diese Probleme eben nicht löst. Es pflastert und flickt, es macht hier und da, aber es löst diese Probleme nicht und es stellt immer noch nicht den Menschen mit seinem Recht auf Selbstbestimmung in den Mittelpunkt der Politik, die wir betreiben müssen. Und Sie wissen, ich bin nicht alleine mit dieser Kritik. Schon als die ersten Informationen über dieses Gesetz bekannt geworden sind, standen alle Seiten auf den Barrikaden. Die Kommunen und Länder auf der einen Seite, ja, die gesagt haben, das wird alles zu teuer hier. Ja? Auf der anderen Seite
Die Menschen, die betroffen sind von diesem Gesetz, die vom ersten Moment davor gewarnt haben, dass das Gesetz nicht weit genug geht und die vor solchen Sachen gewarnt haben, 5 aus 9 beispielsweise, und die waren es auch, die das abgeräumt haben, die es verhindert haben. Das ist nicht selbsttätig hier aus dem Parlament entstanden. Kollegin Rüffe, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Ja, gerne. Kannst du nächstes Mal antworten? Ja, Frau Rüffer, ich schätze ja wirklich auch Ihr Engagement. Aber wenn Sie hier das Thema Zugang von Menschen aus Werkstätten zum ersten Arbeitsmarkt ansprechen, dann frage ich Sie, wir haben das Budget für Arbeit eingeführt. Dann frage ich Sie, warum ist es denn in Baden-Württemberg? Ich komme aus Baden-Württemberg, Sie wissen das wahrscheinlich. Und mit einem grünen Sozialminister, man hört es auch, ja, mit einem grünen Sozialminister, warum nutzt er dann nicht die Chance, über die bundesweiten Standards hinauszugehen und im Umsetzungsgesetz für Baden-Württemberg ein richtig gutes, innovatives Budget für Arbeit zu schaffen? Warum macht denn das Ihr grüner Sozialminister in Baden-Württemberg nicht? Warum nutzt er die Chancen des Bundesteilhabegesetzes nicht? Und ich frage Sie weiter, Frau Rüffer. Sie sagen, wir würden keine Individualisierung von Leistungen einführen. Genau das ist das, was zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist, dass das Geld den Menschen folgt, dass die Teilhabeleistungen individuell bestimmt werden. Ich frage Sie, warum funktioniert genau das in Baden-Württemberg nicht? Warum gibt es in Baden-Württemberg ein Umsetzungsgesetz mit einer Übergangsregelung bis Ende 2021, wo quasi der jetzige Leistungstatbestand fortgeschrieben wird und sich die Leute fragen, keine Leistungsverbesserung, aber Komplizierung der Leistung, nicht Verantwortung des Bundes, sondern Verantwortung des grünen Sozialministers Manne Lucha in Baden-Württemberg. Warum wird in Baden-Württemberg das Gesetz nicht so umgesetzt, wie wir das als Bundesgesetzgeber gewollt haben? Die Grünen hätten es doch in der Hand. Warum passiert es nicht? Ja, Sie schreien von den Grünen. Sie wissen auch, dass wir Föderalismus haben und dass wir eine gemeinsame Verantwortung bei der Umsetzung haben. Warum funktioniert es gerade dort, wo die Grünen die Verantwortung haben, in Baden-Württemberg? Warum funktioniert das gerade dort nicht? Warum braucht Baden-Württemberg bis eine Woche vor Weihnachten, um mit den Kommunen die Finanzierungsvereinbarung hinzukriegen? Und warum hat es Baden-Württemberg bis heute nicht geschafft? Ja, Sie wollen es nicht hören. Ist ja klar, weil Sie die Verantwortung dafür tragen. Warum hat es Baden-Württemberg bis heute nicht geschafft, eine Rahmenvereinbarung, einen neuen Rahmenvertrag abzuschließen? Bis heute nicht geschafft, Ihr grüner Kollege. Ja, jetzt bin ich mal dran. Also, sehr verehrter Herr Hosemann, ich glaube, Sie haben ein Baden-Württemberg-Trauma. Das werden wir nicht lösen können hier in dieser Debatte. Ich antworte Ihnen jetzt mal als, soweit ich weiß, einziger Abgeordnete in diesem Haus, und das gilt auch für Bundesbehörden, wo dieses Gesetz bisher kaum angewendet wird, an diesem Punkt als einziger Abgeordnete in diesem Haus, soweit ich weiß, die einen Menschen im Budget für Arbeit beschäftigt. So, ich komme nicht aus Baden-Württemberg, sondern aus Rheinland-Pfalz. Und das ist das Land, in dem die Budgets entstanden sind vor vielen Jahren. So, und da hätte man lernen können. Von Rheinland-Pfalz lernen heißt an dieser Stelle wirklich ein Stück weit auch siegen lernen, ja? So, und wir haben in Rheinland-Pfalz vernünftige Standards gehabt, seit Jahren für das Budget für Arbeit. Wir haben sich von Anfang an darauf hingewiesen, dass die Ausstattung des Budgets dazu führt, dass bestimmte Personengruppen keinen Zugang haben, für die es nicht attraktiv ist. Das sind vor allen Dingen Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen, die vorher, bevor sie erkrankt sind, ein erfülltes Berufsleben hatten. Ja, für die Orientierung am Mindestlohn überhaupt nicht ausreicht. Ja? Jetzt mussten wir
als Land Rheinland-Pfalz mit einer Tradition in diesem Bereich, weil Sie so ein schlechtes Gesetz auf Bundesebene gemacht haben, unsere Standards sozusagen durch diesen Zugang, den Sie da immerhin noch gelassen haben, den alten Standard weiter verfolgen zu können. Ich frage mich, warum haben Sie nicht gelernt aus den Erfahrungen rund um das Budget für Arbeit über ein Jahrzehnt mindestens und haben dieses Gesetz so ausgestattet, dass wir über solche Fragen heute überhaupt nicht mehr diskutieren müssten. Und dann möchte ich Ihnen noch was sagen, bezogen auf Baden-Württemberg. Das Erbe, ja, das diese Regierung bekommen hat von Vorgängern über Jahrzehnte. Baden-Württemberg ist das Land. Und deswegen hat Jens Beek, glaube ich, auch darüber geredet, über die besonderen Probleme bei der Trennung von Fachleistungsstunde und existenzsichernde Leistung. Hängt damit zusammen, dass Baden-Württemberg das Land ist mit den größten Komplexeinrichtungen in der gesamten Republik. Das ist ein Riesenproblem. Und das strukturell aufzuarbeiten, das muss ein Thema für uns alle sein. Und das ist eben auch ein Thema für den Minister in Baden-Württemberg. Da bin ich mir ganz sicher. So, und jetzt haben wir hier einen Forschungsbericht vorliegen, der in bestimmten Fragen Klarheit schaffen sollte. Und zumindest in einem Bereich gibt es eben auch diese Klarheit. Und das ist bei der Frage der Einrechnung von Einkommen und Vermögen. Ist hier gerade an anderer Stelle schon angesprochen worden. Das Teilhabegesetz ermöglicht zumindest, dass Leute nicht mehr nur 3.600 Euro besitzen dürfen, sondern dass sie 57.000 Euro Vermögen besitzen dürfen. Das ist aber immer noch für uns andere Menschen in diesem Land natürlich unvorstellbar, dass einem ab diesem Zeitpunkt da Geld abgenommen wird. Jetzt stellen wir fest in diesem Bericht, dass es aber kaum Menschen gibt, die eine Behinderung haben und gleichzeitig so viel Vermögen besitzen. Was bedeutet das dann? Dass der ganze Verwaltungsaufwand, den wir betreiben, total irrsinnig ist und dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo wir diese Regelung so machen müssen, dass die Leute eben nicht mehr mit eigenem Vermögen ran müssen. Das betrifft nicht viele, aber es ist symbolisch total wichtig. Warum ist das symbolisch wichtig? Weil diese gesamte Gesellschaft dafür verantwortlich ist, dass Menschen mit Behinderung genau wie jeder andere teilhaben kann. Das kann keine Aufgabe sein, die am Portemonnaie des Einzelnen hängt. Und dann können wir uns auch endlich mit den schwierigen Problemen auseinandersetzen, und zwar konzentriert. Denn wir alle wissen, Kollegin wie Rüffer, schwer es die Betroffenen haben, an Sie ihre Leistung bitte zu kommen. Zum Schluss kommen. Zum sehr verehrte Präsidentin, ich komme zum Schluss. Und dann können wir uns in der Tat mit den wahren Problemen von Menschen mit Behinderung in diesem Land auseinandersetzen und die inklusive Gesellschaft endlich schaffen. Das Bundesteilhabegesetz sollte Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmteres und selbstständigeres Leben ermöglichen. Corinna Rüffer sagt, das klappt nicht so richtig, die Sprecherin für Behindertenpolitik der Grünen. Nächste Rednerin ist jetzt Angelika Glöckner von der SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will eines noch mal in Erinnerung rufen. Wir debattieren heute über die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Ziel dieses Gesetzes ist es, für Menschen mit Behinderungen mehr Selbstbestimmung und Teilhabe zu schaffen. Was heißt das konkret? Wohnen, wo und wie man will, sich mit Freunden, Bekannten treffen, durch Arbeit eigenes Geld verdienen, nicht zu Hause vereinsamen, auch im Alter. Und wir alle sind aufgerufen, daran mitzuwirken. Mit dem Bundesteilhabegesetz haben wir den gesetzlichen Rahmen geschaffen, um diesen Umdenkprozess anzustoßen, zu gestalten, aber eben auch, um ihn zu begleiten. Und hier, Herr Beek, will ich auch noch mal sagen, begleiten heißt aber auch, dass wir uns auf das Bundesteilhabegesetz konzentrieren. Assistenzhunde gehört in den Bereich des SGB V. Das ist ein Hilfsmittel aus der Gesundheitsversorgung. Sie haben alles vermischt und vermengt. Das Gesetz sieht auch weitreichende Änderungen vor, etwa die Pflicht, ein eigenes Konto einzurichten, die Trennung von existenzsichernden und Fachleistungen, einen höheren Selbstbehalt bei Einkommen und Vermögen. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Und dieser erfordert Umstellungen bei Leistungsträgern, Erbringern und Berechtigten. Und naturgemäß befördert das Fragen und Vorbehalte. Es ist klar, die Verbände befürchten, dass es teilweise schlechtere Leistungen gibt. Seitens der Länder und Kommunen wird befürchtet, dass es Kostensteigerungen gibt. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute über diesen Bericht, über diese beiden Berichte der Bundesregierung beraten, die Antworten geben sollen auf diese Fragen. Und ich will auch mal von den Berichten etwas
ausführen. Mehr vom Einkommen und Vermögen behalten zu können, so sagt der Bericht, führt absehbar zu einer deutlichen finanziellen Entlastung für die Menschen mit Behinderungen und damit zu mehr Handlungsspielraum, zu mehr Selbstbestimmung, genauso wie wir das wollten. Für die Eingliederungshilfe werden sogar Einspareffekte bei den Kostenträgern erwartet, bedingt durch bessere Steuerung, bessere Prävention. Und ab 2020 wird mit ansteigenden Effizienzrediten gerechnet, zunächst von 100 Millionen Euro. Und das ist mehr als die im Bericht prognostizierten Mehrausgaben in der Eingliederungshilfe in Höhe von 56 Millionen Euro. Kolleginnen und Kollegen, das ist eine wichtige Erkenntnis, vor allem für die besonders strukturschwachen und in der Regel hochverschuldeten Kommunen. Und Wünschen zur Wohnform wird fast immer stattgegeben. Auch das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Ich könnte weitere Punkte ausführen. Es lohnt sich echt, diesen Bericht zu lesen. Er erhält wiederum wichtige Hinweise, wo man sagen kann, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich danke dem BMAS, allen voran Hubertus Heil, unserem Arbeitsminister an dieser Stelle, für diesen sehr transparenten und umfassenden Bericht, der noch keine vollständigen Erkenntnisse, aber erste wichtige Eindrücke gibt. Und eines will ich abschließend auch noch mal sagen, Kolleginnen und Kollegen, das ist mir wichtig zu sagen. Die SPD-Fraktion will keinen Menschen mit Behinderung zurücklassen. Für uns sind alle Menschen gleich viel wert. Und diesem Anspruch kommen wir mit diesem Bundesteilhabegesetz einen großen Schritt näher. Das zeigt sich schon in diesem Bericht. Ich bin gespannt auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank. Sagt Angelika Glöckner, die letzte Rednerin in der Debatte über die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist Astrid Freudenstein. Sie sitzt für die Unionsfraktion im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich kann mich an diesen Gesetzgebungsprozess zum Bundesteilhabegesetz sehr gut erinnern. Es war ein langer und sehr schwieriger Prozess, weil wir alle wussten, dass es um wirklich viel geht. Es geht um die Menschen in diesem Land, die ein Recht auf volle Teilhabe haben, die ein Recht darauf haben, dass wir ihnen die Behinderungen aus dem Wege räumen. Und in diesem Prozess waren viele in diesem Haus getragen, etwas Gutes zu tun, und keiner hat ernsthaft gewollt, dass irgendwem irgendwas zugeschustert wird. Das möchte ich an dieser Stelle klar machen. Wir mussten einen Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik einläuten, und das ist uns im Wesentlichen mit dem Bundesteilhabegesetz auch gelungen. Wir haben mit dem Bundesteilhabegesetz die Eingliederungshilfe in Deutschland sozusagen auf den Kopf gestellt. Wir haben den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Bisher war von den Institutionen her gedacht worden. Wir haben den Menschen ins Zentrum gerückt. Wir haben die Begriffe und Definitionen zeitgemäß angepasst. Wir haben die Leistungen deutlich ausgeweitet. Wir haben das Einkommen und das Vermögen der Betroffenen besser gestellt. Und wir haben natürlich neue Möglichkeiten der Beschäftigung für die Menschen mit Behinderung geschaffen. Das alles ist ein Paradigmenwechsel, der schwierig, aber notwendig war. Natürlich haben diese vielen Veränderungen bei den Betroffenen, auch bei den Leistungsträgern und bei den Leistungserbringern, auch Unsicherheit ausgelöst. Und deswegen wollten wir von Anfang an diesen Unsicherheiten entgegentreten, um dieses Gesetz auch genau in seiner Umsetzung zu beobachten und zu evaluieren. Diese 500 Seiten liegen uns jetzt vor, und das, obwohl die größten Änderungen ja erst zum 1. Januar in Kraft getreten sind. Ich möchte auf einige Punkte eingehen, die damals schon für besonders viel Diskussionen gesorgt haben, zum Beispiel der Einsatz von Einkommen und Vermögen. Viele Menschen hatten damals zu Recht gefordert, dass sie nicht mehr sich selbst beteiligen müssen an ihren Teilhabeleistungen oder dass der Beitrag zumindest spürbar kleiner wird. Und die Berechnungen der Modellprojekte zeigen jetzt auch, dass nach dem neuen Recht zumindest keiner schlechter gestellt wird. Und im Gegenteil, in der Stichprobe mussten nach dem alten Recht noch 90% der leistungsberechtigten Einkommen einsetzen. Und nach dem neuen Recht werden das nur noch 4% sein. Das ist ein deutlicher Erfolg. Nach dem alten Recht war der Mittelwert des einzusetzenden Einkommens bei knapp unter 400 Euro. Nach dem neuen Recht werden das 97 im Mittel sein, also nur noch ein Viertel. Das heißt, deutlich weniger Menschen als bisher müssen sich an den Kosten der Eingliederungshilfe beteiligen, und die Beiträge, die sie erbringen, werden auch deutlich geringer. Das heißt, wir haben durchaus in den Grundzügen dieses Ziel mit dem Bundesteilhabegesetz erreicht. Viele Betroffene hier im Haus hatten damals, und auch die Opposition hier im Haus hatte damals Angst,
dass wir durch die Vorgaben im Gesetz das Wunsch- und Wahlrecht einschränken würden. Wir sehen jetzt, dass das genau nicht passiert ist. Schon nach der alten Rechtslage wurden die allermeisten Wünsche erfüllt. In den fiktiven Entscheidungen nach dem neuen Recht werden quasi alle Wünsche der Betroffenen auch wirklich umgesetzt. Und das gilt insbesondere auch, und das war uns auch damals wichtig, für das Wohnrecht. Wenn man sich diesen Bericht durchliest, dann kann man durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass all diese Ziele, die wir im Wesentlichen verfolgen wollten, auch wirklich mit dem Bundesteilhabegesetz umgesetzt werden können und dass die Befürchtungen der Betroffenen und der Leistungserbringer ebenso nicht eingetreten sind. Aber es ist richtig, man muss in der Praxis weiter beobachten, wie sich das Bundesteilhabegesetz entwickelt. Wir wussten auch immer, dass man dieses Gesetz weiterentwickeln muss, dass man nachjustieren muss, bis es tatsächlich ein Gesetz ist, das die volle Teilnahme von Menschen ermöglicht und dass das verwirklicht, was wir immer wollten, dass alle Menschen in unserem Land ohne Behinderungen leben können. Herzlichen Dank. Der Bundestag diskutierte, inwieweit das Bundesteilhabegesetz umgesetzt wurde und auch, was die Folgen davon sind. Allerdings ist das hier nicht die abschließende Diskussion darüber. Die zwei Berichte, die die Bundesregierung hier eingebracht hat, werden jetzt zur weiteren Diskussion in den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen. Und dann ist das hier irgendwann dann auch noch mal Thema im Bundestag.